darf Sie ganz herzlich begrüßen zur heutigen Pressekonferenz. Wir als Landtagsfraktion haben Werner Neubauer, Abgeordneten zum österreichischen Nationalrat und seit Jahren Mitglied des Südtirol-Unterausschusses im Nationalrat, heute eingeladen, der berichten wird über seine 13-jährige Funktion und Mitgliedschaft als Teil des Südtirol-Unterausschusses. Wir feiern in Südtirol ja wir erinnern in wenigen Tagen an den Pariser Vertrag, an das Gruber de Gasperi-Abkommen, das ja die Grundlage unserer Autonomie bildet. Und aus diesem Pariser Vertrag heraus ist ja auch die Schutzmachtfunktion Österreichs entstanden. Und der Südtirol-Unterausschuss ist für uns immer sehr wichtig und jenes Gremium im österreichischen Nationalrat, das sich ganz besonders um unsere Themen, um unsere Anliegen hier in Südtirol kümmert und der das Thema Südtirol und die Problematiken, die unsere Autonomie bzw. unsere Minderheit, mit dem unser Minderheitenschutz auch verbunden ist, in Österreich immer wieder thematisiert und aktuell hält. Und lieber Werner, ich bitte dich um deinen Bericht über die letzten 13 Jahre, zumindest über die wichtigsten Ereignisse daraus. Ja, herzlichen Dank, lieber Andreas, dass du hier die EM-Begleitung so toll vorbereitet und gemacht hast. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Nachdem in Österreich noch vor einem halben Jahr nicht daran gedacht wurde, neu zu wählen, es aber aufgrund verschiedenster Umstände doch jetzt zu Neuwahlen gekommen ist, werden natürlich auch bei den Wahlen die Karten für alle Parteien neu gemischt und so auch für mich. Ich werde also bei der nächsten Nationalratswahl nicht mehr kandidieren und habe deshalb den heutigen Termin mit dem Andreas Leiter-Reber ins Auge gefasst, um die Möglichkeit zu nutzen, hier in Südtirol, in Bozen, ein gewisses Resümee zu ziehen, was denn in den letzten 13 Jahren, in diesen Jahren ich Südtirol-Sprecher sein durfte für die Freiheitliche Partei, an wesentlichen Punkten für mich in Erinnerung sind. Man kann natürlich nicht 13 Jahre in einer Pressekonferenz in 10, 15 oder 20 Minuten fassen, weil dazu erstens die Zeit nicht reichen würde, andererseits man nicht alle Gespräche, Diskussionen, Podiumsdiskussionen, Vorträge oder Gespräche auf höchster politischer Ebene mit einzubeziehen. Deshalb muss man sich auf einige Punkte beschränken und deshalb habe ich diese auch hier versucht zusammenzufassen. Das wichtigste Thema, das ich also seit 2006/2007 tatsächlich betrieben habe und wo man mich am Anfang durchaus belächelt hat, war natürlich die Verleihung einer zweiten Staatsbürgerschaft für die Südtiroler. Wir haben 10 Jahre hart um dieses Thema gerungen, weil es mir immer ein Anliegen auch als Südtirol-Sprecher war, Themen dann öffentlich auch zu fordern und zu vertreten, die politisch letztendlich auch machbar sind. Für mich waren Fragen wie das Selbstbestimmungsrecht natürlich auch wichtig, aber aufgrund der heutigen politischen Situation muss man eben zur Realität sagen, dass die Forderung nach einer österreichischen Staatsbürgerschaft für Ladiner und deutsche Südtiroler natürlich ein machbares Ziel gewesen sind und für mich deshalb auch in meinem politischen Denken ganz vorne Priorität hatte. Und letztendlich haben wir es ja auch geschafft, diese Forderung nicht nur bei Reden, bei Wahlveranstaltungen geistreich zu platzieren, sondern tatsächlich hat diese Forderung im Regierungsprogramm der letzten Bundesregierung auch Platz gegriffen. Das hat mich sehr viele schlaflose Nächte gekostet, weil hinter den Kulissen wochenlang es ein Auf und Ab gab, wer ist dafür, wer ist dagegen, was sagt Südtirol, was sagt Italien, was sagt die Bundesregierung. Letztendlich haben wir es geschafft, dass dieses Thema
in das Regierungsprogramm aufgenommen wurde. Und ich bin überzeugt davon, auch wenn es um ungefähr 1 bis 2 Wochen gerade nicht gereicht hat, dass dieses Thema im Parlament auch beschlossen werden konnte, dass dieses Thema auch eine nächste Bundesregierung beschäftigen wird. Und solange es Freiheitliche in einer Bundesregierung geben wird, wird dieses Thema auch weiterhin in einem Regierungsprogramm enthalten sein. Und ich bin überzeugt davon, dass ich es auf jeden Fall noch erleben werde, dass diese Forderung auch umgesetzt werden wird. Weitere Schwerpunkte waren die Verwirklichung einer Direktverbindung mit dem Zug von Wien nach Bozen. Hier haben wir auf europäischer Ebene auch interveniert, dass man eine vernünftige Lösung auch mit Italien zustande bringt. Und ich denke, das ist gelungen. Mittlerweile höre ich aus dem Verkehrsministerium in Wien, dass man kurz vor einer Lösung ist, dieses wirklich wichtige Anliegen tatsächlich auch in die Umsetzungsphase zu bringen. Wir haben damals, als es um eine Verfassungsänderung in Italien ging, massiv gegen Dinge angekämpft, die die Autonomie Südtirols hätten einschränken können. Und wir haben deshalb auch über meinen Antrag im Südtirol-Unterausschuss Experten nach Wien zu einem Hearing geholt. Und aufgrund auch dieses Drucks, den wir über dieses Hearing und das Ergebnis, an dem Dr. Zeller und Peter Lini in Wien auch teilgenommen haben, erreicht haben, konnten wir tatsächlich viel Positives in der Diskussion in dieser Frage erreichen. Auch darauf kann man durchaus mit Stolz verweisen. Ich bin ja auch Bundesobmann des Bergiselbundes und als solches war es mir immer ein Anliegen, auch ganz entschieden für die Begnadigung der Südtirol-Aktivisten einzutreten. Und wir haben auch massiv mitgearbeitet an dem Buch, das zur Porzischarte auch herausgekommen ist. Und wir haben sehr begrüßt, dass hier gutächtlich festgestellt werden konnte, dass manche Personen, die hier angeklagt waren in Italien, bei diesem Anschlag gar nicht dabei gewesen sein konnten. Und unabhängig davon haben wir uns letztendlich in den letzten Jahren auch dafür eingesetzt, dass alleine schon aus humanitären Gründen die noch lebenden Südtirol-Aktivisten endlich begnadigt werden, um auch hier einen entsprechenden Schlussstrich zu ziehen. Noch im Mai dieses Jahres habe ich ein Schreiben an den Herrn Bundespräsidenten van der Bellen gerichtet, dass er im Gespräch mit Mattarella darauf einwirken möge, dass dieses Ansinnen auch umgesetzt wird. Ich habe ihm vorgestern noch einmal geschrieben, unserem Präsidenten, damit, er hat nämlich zugesagt, dass er uns vom Ergebnis dieses Gespräches informiert, was bis jetzt nicht geschehen ist. Und deshalb hätte ich gerne dieses Ergebnis gewusst. Wie gesagt, ich weiß es nicht, was herausgekommen ist, aber man hört aus der Präsidentschaftskanzlei, dass diese Gespräche mit Mattarella sehr positiv verlaufen sein mögen. Noch dazu gibt es ja ein Gerichtsurteil, wo einer der Südtirol-Aktivisten und die Kinder dessen um eine Begnadigung angesucht haben und dieses Urteil ja auch sehr positiv ist. Das heißt, alle Zeichen zeigen eigentlich in die richtige Richtung. Es bedarf jetzt offenbar eines politischen Entgegenkommens, dass man das endlich auch zu einem Abschluss bringt. Mit den Südtirol-Aktivisten eng verbunden ist natürlich auch immer noch die Frage in Südtirol mit den noch bestehenden faschistischen Relikten. Wir haben uns zusammen mit verschiedensten Organisationen wie dem Südtiroler Schützenbund und anderen immer dagegen verwahrt, dass hier Denkmäler bestehen, die eigentlich den Faschismus, den italienischen Faschismus huldigen. Das ist eine Situation, die Südtirol eigentlich unwürdig ist. Dass man heute
Kranzniederlegungen macht an faschistischen Denkmälern wie im Bustertal, das verstehe ich nicht. Man möge sich das umgekehrt vorstellen, dass Österreicher vor einem Hitler-Denkmal die Honneurs bezeugen würden. Da würde ein Aufschrei durch ganz Europa gehen. In Südtirol ist das offenbar möglich. Wir sind trotzdem der Meinung, dass das eigentlich ein Akt ist, der längst beseitigt werden sollte, eigentlich müsste. Wir haben damals viele unterstützt, die aufgefordert und aufgerufen haben, das Andreas-Hofer-Denkmal zu sanieren. Wir haben selbst auch parteiintern einen Aufruf gestartet, aber auch österreichweit, und die entsprechenden Spenden wurden dann an den Südtiroler Schützenbund übergeben. Auch das, denke ich, ein Akt, der notwendig war, wobei ich nicht ganz verstehe, warum das reiche Südtirol das Geld nicht gehabt haben soll, die Sanierung des Andreas-Hofer-Denkmals selbst auch ohne Spendenaufrufe in Angriff nehmen zu können. Den Zusammenhang darf ich mich bei vielen Freunden und Organisationen bedanken, die den Weg, den ich als Südtirol-Sprecher begangen habe und den die Freiheitliche Partei aber auch in Zukunft gehen wird, unterstützt haben. Ich darf vor allen Dingen meinen lieben Freund vom Schützenbund Paul Bacher und auch den jetzt geschiedenen Obmann, Schützenhauptmann Elmar Thaler recht herzlich bedanken, aber auch dem neuen Landesschützenkommandanten Jürgen Wirth Anderlan vielleicht schon jetzt alles Gute wünschen für seine noch junge Tätigkeit. Er hat ja schon mit einigen Aktionen für Aufsehen gesorgt und wie gesagt, ich darf mich bei den ersten beiden recht herzlich bedanken. Sie haben mich sehr unterstützt und wir haben uns gegenseitig sehr ergänzt, parteiübergreifend und nicht einflussnehmend, sondern das war immer ein sehr respektvoller Umgang. Ich darf mich bei Roland Lang als Obmann des Südtiroler Heimatbundes bedanken, der, obwohl ein kleiner Verein, es immer wieder schafft, auf besondere Dinge Südtirol betreffend hinzuweisen und durchaus auch den Finger auf die Wunden zu legen, wenn es gilt, wichtige Themen anzusprechen, die von der Politik oft geringschätzig beiseite gelegt werden. Ich darf mich aber auch bei verschiedensten Medien bedanken, die meine Tätigkeit durchwegs kritisch, aber durchaus auch objektiv, bis auf wenige Ausnahmen auch fair begleitet haben. Ich habe mit dem Herausgeber der Dolomiten mehrfach Gespräche geführt. Mir ist vorgekommen, dass meine Anliegen durchaus dort Gehör gefunden haben und bedanke mich auch beim ehemaligen geschiedenen Landeshauptmann Dr. Luis Thurnwalder, der ebenfalls in Gesprächen mit mir sehr kritisch die Dinge beleuchtet, aber trotzdem viel Verständnis gezeigt hat für unsere politischen Anliegen Südtirol betreffend. Fachexperten haben massive Bedenken in den letzten 10 Jahren geäußert, was die internationale Verankerung des Autonomiestatuts anlangt, gezeigt. Und wir sind dem auch nachgegangen und letztendlich hat man im Südtirol-Unterausschuss uns in vielen Punkten Recht gegeben, dass in einigen wesentlichen Bereichen die internationale Verankerung der Südtirol-Autonomie Mängel aufweist. Und wir haben deshalb ja auch verlangt, dass die Schutzfunktion gegenüber Südtirol in der österreichischen Verfassung verankert gehört. Das wurde ja unter Kohl bereits angegangen. Die Beschlüsse waren alle gegeben, nur hat Dr. Kohl diesen Beschluss dann nicht in Gesetzeslage gebracht, was ihm heute noch sehr viele in Österreich oder auch in Südtirol sehr krumm nehmen, weil das war ein reiner Wahlkampfgag und er hat das auch selber in einem Gespräch dann auch zugegeben, was die ganze Angelegenheit natürlich noch verschlimmert hat. Wir haben sehr kritisch verfolgt, was Italien mit der Autonomie in Südtirol anstellt und wir haben mit großem Bedauern feststellen müssen, dass von Regierung zu Regierung immer mehr der Vorwurf kam,
die Südtiroler sollen sich endlich als Italiener bekennen. Sie sind immerhin 100 Jahre bereits jetzt Teil Italiens. Und viele haben auch daran gearbeitet, dass gerade unter der Regierungszeit Monti, das hat sich die Aushöhlung der Autonomie dramatisch zugespitzt. Es hat kaum ein halbes Jahr gegeben, wo nicht irgendein Politiker, und sei er noch so klein gewesen, aus Italien, aus Rom, die Wortspende nach Südtirol geschickt hat, man möge die Autonomie entweder abschaffen oder einschränken oder was auch immer. Umso mehr hat mich gefreut in den letzten Jahren, dass der Landesfestzug wieder ein großartiger Erfolg gewesen ist. Das Bekenntnis zur Landeseinheit, das damals ausgesendet wurde, war über die Grenzen hinweg hörbar und sichtbar, auch wenn es viele Ansinnen auch vom Organisator Kohl gegeben hat, manche Dinge einzuschränken bis zum Verbot der Südtiroler Schützen am Landesfestzug überhaupt teilnehmen zu dürfen. Letztendlich konnte das gemeinsam abgewehrt werden und der Landesfestzug hat ein kräftiges Signal in Richtung Tirol gebracht. Ich habe natürlich auch mit verschiedenen Politikern Südtirols zusammenarbeiten dürfen, mit manchen muss man sagen müssen. Es war nicht immer einfach, die Kommunikation zwischen dem Südtirol-Unterausschuss, dem Land Tirol und dem Land Südtirol hat teilweise ganz, ganz schlecht nur funktioniert. Das hat sogar dazu geführt, dass der Vertreter der SPÖ aus dem Südtirol-Unterausschuss bereits ausscheiden wollte, weil er gesagt hat, wenn hier keine Kommunikation untereinander stattfindet, dann hat so ein Ausschuss eigentlich keinen wirklichen Wert. Das hat sich dann etwas gebessert, ist aber in den letzten 9 Monaten eigentlich wieder genau dasselbe. Es wird kein Signal gesetzt, wo man sich gegenseitig verständigen könnte, gegenseitig Probleme ausgetauscht werden, findet alles leider nicht statt. Deshalb ist es tatsächlich ein Problem in der aktuellen Situation. Und wenn man dann auch noch so verheerende Signale aussendet, wie dies Landeshauptmann Kompatscher gemacht hat, dass er zum Beispiel bei der Festveranstaltung 25 Jahre Streitbeilegungserklärung zwar nach Meran den italienischen Präsidenten einlädt, aber zur Veranstaltung in Wien nicht kommt und nicht teilnimmt, dann weiß man ungefähr, welchen Stellenwert solche Dinge haben. Wir haben das sehr bedauert, weil es natürlich große Einblicke in das Verständnis der Verantwortlichen der Südtiroler Volkspartei gegenüber dem Vaterland Österreich auch gibt. Ich habe es auch immer wieder bedauert, die Diskussion um das Schulsystem in Südtirol zu verfolgen. Ich habe mich massiv dagegen ausgesprochen, dass Vertreter der Partisanen zum Beispiel, die sich bis heute nicht von den Morden nach 1945 in Südtirol distanziert haben, plötzlich auf Südtirols Schüler losgelassen werden sollen. Das wäre in Österreich zum Beispiel undenkbar. Ohne eine Geste dieses Verständnisses wäre so ein Vortrag in Österreichs Schulen also keinesfalls möglich. Ich habe euch sehr bedauert, dass zum Beispiel die großartige Angelegenheit des Südtirol-Konvents, die ja immerhin der ehemalige Landeshauptmann Durnwalder geleitet hat und in allen Teilen Südtirols auch Veranstaltungen stattgefunden haben mit großartigen Erkenntnissen und Ergebnissen, bis zum heutigen Tag die aktuelle Südtiroler Landesregierung noch keinen einzigen Punkt dieses Südtirol-Konvents auch nur im Ansatz angegangen wäre, geschweige denn umgesetzt hätte. Ich denke, das ist ein großer Vertrauensverlust, den hier die Landesregierung über all den tausenden Menschen ausspricht, die aktiv
an einer Verbesserung der Situation des gemeinsamen Zusammenlebens in Südtirol ausspricht. Und ich kann mich noch gut an die Diskussionen um die doppelte Staatsbürgerschaft erinnern, als man da nicht versucht hat, hunderte Gründe zu finden, warum das alles ein Problem für das Zusammenleben in Südtirol ist. Komischerweise spricht niemand über die Situation, dass der Südtirol-Konvent Ergebnisse für ein besseres Zusammenleben geliefert hat, hier nichts getan wird, aber das ist offenbar keine Debatte wert. Ja? Das bedauere ich ebenfalls sehr. Ich habe auch bedauert, dass die Frage der Anwendbarkeit der der zweifachen Anwendung der Sprache im öffentlichen Bereich ein Thema ist, wo man eigentlich denken sollte, das müsste seit Jahrzehnten eigentlich geklärt sein. Darf Sie an ein Beispiel erinnern, ich war im AKH in Bozen, noch nicht so lange her, und zu einer Visite kam ein Oberarzt und hat mir 10 Minuten erklärt, was ich habe, nur in Italienisch. Und ein lieber Freund von mir, von den Schützen, hat mich gerade Besuch gehabt und hat den Arzt aufmerksam gemacht darauf, dass ich also nur wenig Italienisch spreche und ob er nicht mir das jetzt alles in Deutsch erklären möge. Daraufhin hat er beinahe durchgedreht, was er sich einbilde und wo er glaubt, dass er sei. Und er ist Italiener und er spricht hier Italienisch und wir sind hier in Italien und er denkt überhaupt nicht daran. Und hat dann meinen Freund gefragt, ob er denn überhaupt zweisprachig sei. Und er hat gesagt, Sie können sich beruhigen, ich bin viersprachig. Ja? Und daraufhin hat er dann doch 2 Ärzte geholt, die also zweisprachig waren. Und die haben mir dann erklärt, was mein Gesundheitsbild darstellt. Nur ich denke, das sollte also nicht der Normalzustand in Südtirol sein. Ich denke, das ist auch eine Frage, wie man miteinander umgeht und dieser Umgang, den habe ich zumindest nicht gutiert. Es gäbe, wie gesagt, noch viele Dinge, die in 13 Jahren der Politik zum Thema Südtirol anzusprechen wären. Ich habe mich auf diese 10 Punkte im Wesentlichen konzentriert, weil ich denke, das sind wesentliche Punkte, wo es auch um rechtliche Fragen geht, wo es um Fragen geht der Südtirol-Autonomie, wo es um Fragen des Selbstbestimmungsrechts geht, um die Frage der doppelten Staatsbürgerschaft, aber auch um eben Fragen der Streitbeilegungserklärung und vor allen Dingen auch, wie soll die Zukunft in Südtirol aussehen. Ich denke, meine Nachfolger, die bestellt werden nach der Wahl, werden das Projekt, das ich in Angriff genommen habe, mit all dem Ehrgeiz und Elan in gemeinsamer Zusammenarbeit mit den Südtiroler Freiheitlichen fortsetzen. In dem Sinne bedanke ich mich bei allen, die mich unterstützt haben und stehe für Ihre Fragen gerne zur Verfügung. Danke, lieber Werner. Du hast einige Punkte aufgezählt in deinem Rückblick, die auch die Mängel und Herausforderungen unserer Autonomie betreffen. Und wir Südtiroler neigen ja gerne dazu, Nabelschau zu betreiben und uns selbst zu genügen. Aber besonders jetzt, wo auch wieder Italien in eine neue Regierung bekommt, die aus Parteien besteht, die sich in den letzten Jahren autonomiepolitisch nicht hervorgetan haben. Im Gegenteil, die besonders was das Gesundheitswesen anbelangt, immer wieder Angriffe gestartet haben, merkt man einfach, wie anfällig auch unsere Autonomie ist und wie wichtig es ist, dass wir nicht nur als Südtiroler selber hier, wir stellen ja nicht einmal 1% der Bevölkerung in Italien dar, sondern dass wir wirklich auch Österreich im Hintergrund, im Wissen, an unserer Seite wissen, wenn es darum geht, unsere Autonomie zu schützen und vor allem auch auszubauen. Ich darf daran erinnern, dass die Landesregierung, also schon die vorhergehende Landesregierung, immer wieder von der Vollautonomie gesprochen hat, die ganz großen Kompetenzen endlich ins Land zu holen.
wirklich in die Richtung Eigenständigkeit zu gehen. Davon scheinen wir weit entfernt zu sein und da braucht es wirklich auf der einen Seite uns Südtiroler, die hier gemeinsam und parteiübergreifend auch ein klares Bekenntnis immer wieder ablegen, die Italiener hier im Lande auch einbinden und davon überzeugen, dass es wirklich alle drei Volksgruppen in Südtirol benötigt, um diese Autonomie konstant auszubauen und auch stolz auf diese Autonomie zu sein, eben in Begleitung auch mit Österreich, das uns sicher international und eben in der Zusammenarbeit bzw. in der Auseinandersetzung mit Rom immer wieder helfen kann. Ich bedanke mich natürlich als freiheitlicher Obmann, aber ich denke, für viele andere Südtiroler sprechen zu dürfen, für deinen Einsatz in diesen 13 Jahren. Du hast dich immer hervorgetan durch Herzblut, das du gezeigt hast und auch deine offenen Worte, die durchaus für Diskussionen auch in Südtirol gesorgt haben. Du warst immer bekannt dafür, aber das hat immer dazu beigetragen, dass auch Diskussionen geführt worden sind, die sonst vielleicht gerne vom politischen Tisch geschoben worden wären. Und du wirst sowohl bei Freund als auch vielleicht bei einem möglichen Gegner als Verfechter und Kämpfer Anerkennung finden. Und ich bin mir auch sicher, dass du uns in Zukunft, auch wenn du nicht mehr Teil des Südtirol-Unterausschusses bist, immer ein treuer Ansprechpartner und Multiplikator auch in Österreich sein wirst. Und wir werden ja später dann noch nach den Nationalratswahlen die Gelegenheit haben, hier in Bozen dann auch die Übergabe zu machen für deinen Nachfolger und das dann auch gebührend noch einmal zelebrieren. Vorerst, lieber Werner Neubauer, vielen Dank für alles, was du für Südtirol getan hast, für unsere Partei getan hast und für deine Sorge, dass wirklich Südtirol-Anliegen in Österreich aufs Tapet kommen und diskutiert werden. Dankeschön. Ja, bitte, wenn es Fragen gibt. Das ist ja alles klar. Sehr ausführlich bereits gewesen, glaube ich. Vielleicht darf ich Ihnen noch eine kurze Ergänzung liefern. Es hat im Mai, Juni die Frage ist aufgetaucht, inwieweit jetzt im Spiel der freien Kräfte eventuell die doppelte Staatsbürgerschaft auch mit anderen politischen Kräften bis Oktober vielleicht sogar noch umgesetzt werden könnte. Ja? Das sollten Sie als Medienvertreter wissen, weil das ja eigentlich nur Gespräche hinter vorgehaltener Hand waren. Und weil diese Gespräche immer lauter und lauter wurden und der Herr Bundeskanzler AD Sebastian Kurz bei Pressekonferenzen in Tirol immer wieder darauf hingewiesen hat, dass die doppelte Staatsbürgerschaft für ihn aufrecht bleibt und es nur eines so quasi Aufrufes aus Südtirol bedarf, haben ihn dann bei manchen Pressekonferenzen tatsächlich Leute gefragt, ob das tatsächlich seine letzte Vorstellung ist und ob das so bleibt. Und er hat das dreimal betont, dass das so bleibt. Aber der Ruf muss aus Südtirol kommen, sprich Landeshauptmann Kompatscher und Achammer. Daraufhin habe ich einen Brief am 6. Juni an den Herrn Landeshauptmann, an den Landesparteiobmann, an den Landesrat Wittmann und an die Frau Landesrätin Hochgruber-Kuenzer geschrieben und habe sie darauf hingewiesen, dass der Wunsch nach dieser doppelten Staatsbürgerschaft von sehr vielen Menschen nach wie vor aufrecht ist und auch im Rahmen der freien Kräfte, des freien Spiels der Kräfte im österreichischen Parlament noch möglich ist, es bis Oktober umzusetzen. Nur hat der Herr Bundeskanzler Kurz angemerkt, dass eben ein Signal aus Südtirol kommen möge. Nur damit Sie sehen, mit welchem Respekt man miteinander umgeht, was ich zuerst angesprochen habe, dass die Kommunikation eingeschlafen ist. Ich habe bis heute, mit heutigem Tag, vom Herrn Landesparteiobmann, vom Herrn Landeshauptmann und vom Herrn Landesrat keine Antwort bekommen. So geht man mit Leuten, die sich tatsächlich ernsthaft um Dinge einsetzen, nicht um. Ich bin stellvertretender Obmann des Südtirol-Unterausschusses und bekomme keine Antwort. Das ist ein Verhalten, das eigentlich inakzeptabel ist. Ja?
Die einzige, die mir zurückgeschrieben hat, war die Frau Landesrätin Hochgruber-Kurenzer. Und die hat geschrieben, an ihrer Position für die doppelte Staatsbürgerschaft ändert sich nichts. Natürlich ist sie nach wie vor der Meinung, dass es jetzt umgesetzt werden soll. Nur zu Ihrer Kenntnisnahme, das Schreiben habe ich da. Gut. Danke.